herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Ich habe heute das Buchenkartenset Wildkräuter von Renate Belzel und von mir mitgenommen und möchte euch daraus die Karte Stinkstorchschnabel vorstellen. Der stinkende Storchschnabel steht in dem Kartenset für Verlässlichkeit. Ich sorge für mich selbst und kenne meine Grenzen. Verlässlichkeit. Nicht nur anderen gegenüber, den Verpflichtungen, die ich eingegangen bin, sondern auch mir selbst gegenüber. Dieses Verlässlichkeit hat eine Komponente von Verantwortung übernehmen für meine Taten und für die Konsequenzen aus meinen Taten. Ich komme aus einer Familie, wo Verlässlichkeit ein sehr hoher Wert war. Also ein verlässlicher Mensch zu sein, war von Anfang an sehr wichtig, den Verpflichtungen nachzugehen, meine Versprechungen einzuhalten. Was ich jetzt immer mehr lernen möchte und was mir gut tut, ist auch verlässlich für mich selbst zu sein. Und das bedeutet, gewissen Verpflichtungen möglicherweise nicht mehr nachzugehen, gewisse Anforderungen, die an mich gestellt werden, nicht zu erfüllen, sondern eben aus der Verlässlichkeit mir selbst gegenüber heraus auch Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, auch manchmal Menschen zu enttäuschen, möglicherweise, oder mich selbst, meine Erwartungen an mich selbst nicht zu erfüllen, aber dafür bei dem zu bleiben, was mir möglich ist, was mir gut tut. Diese Form von Selbstverlässlichkeit gehört auch zum stinkenden Storchschnabel. Die Pflanze ist mit der Duftgeranie verwandt. Sie riecht aber anders, wie der Name schon sagt, hat sie einen unangenehmen Geruch und kann auch Mücken fernhalten. Und von der Volksheilkunde her gibt es eine ganz lange Tradition. Schon im 13. Jahrhundert war die Pflanze als Gottes Gnadenkraut bekannt. Paracelsus hat sie empfohlen, Menschen, die trübsinnigen Gedanken nachhängen, um wieder mehr frohgemut zu werden. Und es gibt die Tradition, dass unfruchtbare Frauen die Wurzel des Stinkstorchschnabels um den Hals als Amulett getragen haben. Verschiedenste Rituale sind überliefert. Der stinkende Storchschnabel wird bei Problemen der Haut und des Verdauungssystems sowohl äußerlich als auch innerlich angewendet. Er wirkt blutreinigend und hormonsteigernd und wird in der Volksheilkunde als Mittel bei Zahnschmerzen, bei Halsweh, Augen- und Nervenentzündungen eingesetzt, sowie bei Gicht, Fieber, Ohrenleiden und Durchfall, also sehr vielfältig. Und äußerlich kann der frische Pflanzensaft mittels Kompresse auf die schmerzenden Stellen gelegt werden, aber man kann ihn auch innerlich als Tee, Extrakt, Tinktur oder im Kräuterwein verwenden. Mit dem Stinkstorchschnabel wünsche ich euch einen Tag, an dem ihr ganz verlässlich euch selbst und anderen gegenüber sein könnt.